Ja, weiter geht's mit dem 85er KTM-Motor. Kurbelwelle ist ja umgepresst. Ich habe jetzt soweit halt alle Teile da vorbereitet. Jetzt werde ich als erstes die Lager wieder in das Motorgehäuse einsetzen. Dazu werde ich das Ganze halt eben wieder ja, heiß machen, so wie ich die auch rausgenommen habe, so 120, 130 Grad. Dann fallen die da ja alle schön rein und dann werden wir den Motor wieder Stück für Stück komplettieren. Da gibt es auch noch ein, zwei Tricks, aber das zeige ich euch dann. Ja, wir fangen jetzt mal an, erstmal die Lage aus dem Gehäuse hier rauszuholen. Dafür werden wir das oder die Gehäuse auf ungefähr ja, 120 bis 130 Grad erhitzen. Ich mache das hier mit so einem Brenner. Man kann das natürlich auch im Backofen machen oder mit einer Heizplatte. Das ist eigentlich noch fast schöner, habe ich aber nicht. Aber das funktioniert mit dem Brenner auch sehr gut. Ich decke dann hier immer noch so ein bisschen die Lage ab und habe dann zusätzlich hierzu so eine. Ein Lasertemperaturmesser, einfach, dass ich das ein bisschen besser überwachen kann, wie warm das Gehäuse jetzt im Endeffekt ist. Und dann ist es eigentlich so, dass wenn wir die Gehäuse auf die Rückseite drehen und das vielleicht mal leicht ein bisschen aufstumpfen, auch in Holz oder so, dann fahren die Lager eigentlich raus. Wichtig ist jetzt natürlich, sich dabei nicht die Hände zu verbrennen. Ich habe das jetzt in der Zwischenzeit abkühlen lassen. Man kann natürlich, wenn das Motorgehäuse die Temperatur hat, dass die Lager rausgefallen sind, natürlich auch direkt die neuen reinmachen. Kann ich jetzt hier in dem Fall aber nicht machen. Ich lege das jetzt nochmal weg und ja, werde dann, wenn ich die neuen Lager reinmache, das wieder auf die Temperatur hitzen und dann fallen die da schön rein. Ja, ich gucke, bevor ich natürlich damit anfange, immer erstmal, ja. Wo welches Lager hinkommt, legt mir die dann hier schon mal so parat, dass ich da gleich, wenn das hier alles heiß ist und es ein bisschen schneller gehen muss, halt nicht lange überlegen muss. Bei der anderen Gehäuseseite, da muss man ein bisschen aufpassen, weil hier diesen Simmerring hier, den muss man reinmachen, bevor man dieses Lager einsetzt. Das ist danach nicht mehr möglich. Aber ich gehe da auch hin und mach das erst heiß, setz dann den Simmelring rein und dann das Lager, halt, damit ich nicht aus Versehen irgendwie mit der Flamme oder so, ja, doch den Simmelring hier beschädige. So, Gehäuse hat jetzt so knapp 120 Grad. Jetzt müssten die Lager hier eigentlich so relativ easy da reingehen. Zack. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht die Finger verbrennt. Zack. Das sitzt auch. Das war's schon. Ja, ihr seht, mit der Hitze ist das easy. Braucht man keinen Hammer und gar nichts. Dann fallen die da mehr oder weniger so rein. Ja, und zu guter Letzt müssen wir den Lagerring jetzt noch hier drauf kriegen, der so dann nicht drauf geht. Dafür kommt jetzt wieder das Teil hier in Einsatz. Habe ich gerade heiß gemacht. So, ich versuche das hier mit einer Hand. Warten wir kurz, dass der Ring jetzt ein bisschen die Temperatur annimmt. Ich hoffe, dass das jetzt hier klappt mit einer Hand. Zack, ihr gesehen, sitzt der hier drauf. Super einfach, brauchen wir keine Gewalt anwenden, Presse oder sonst irgendwas. Ready. Ja, die Gehäuse sind fertig vorbereitet. Da habe ich jetzt hier noch diese Plättchen wieder reingeschraubt, die hier nochmal das Lager zusätzlich sichern. Habe hier die Lager, die öle ich immer schon mal ein bisschen vor. Da nehme ich einfach normales Viertakt-Motorenöl, sprich das, was nachher hier auch ins Getriebe reinkommt. Und jetzt können wir das Getriebe reinsetzen. Ja, und ich habe natürlich noch hier den Kurbelwellensimmerring auf der anderen Seite schon eingesetzt. Und jetzt montieren wir das zusammen. Ja, bei dem Einsetzen von dem Getriebe gibt es jetzt grundsätzlich erstmal nicht so viel zu beachten. Guckt halt, dass die Beilagscheiben so sind, wie sie auch gehören. Wenn ihr ständig sicher seid, müsst ihr halt im Ersatzteilkatalog nochmal gucken, weil ich habe schon Motoren gesehen. Da war eine Scheibe an der falschen Seite, dann kriegt ein Lager zu viel Druck, ja, oder ist es irgendwo eine zu viel? Ja, das muss halt auf jeden Fall passen. Und dann muss man die hier so nehmen. Das ist jetzt bisschen Fummel hier mit dem kleinen Finger drunter, dass wir das ganze Paket jetzt hier so reingesetzt bekommen.
So. Bisschen wackeln. Rütteln und jetzt sitzt das Getriebe schon mal hier wieder so an Ort und Stelle. Ja, als nächsten Schritt setze ich jetzt erstmal die Schaltgabeln ein. Da gehe ich hier bei der 85er KTM folgendermaßen vor. Die fummel ich jetzt erstmal hier rein. Da haben wir ja im Prinzip drei verschiedenen. Hier, man sieht schon, hier ist der Radius kleiner als bei den zwei. Logischerweise kommt die hier auf diese Seite. Und die kann man ja nur eine Richtung montieren. Also so macht keinen Sinn. Die kommt logischerweise so rum, weil hier ist ja der Pin, der gleich bis zum Schaltwalze soll. Dann setze ich die schon mal hier so in Position, drehe die ein bisschen raus. Und bei den zwei ist es auch relativ einfach. Also klar, so rum macht auch keinen Sinn. Und man sieht jetzt, wenn man die zweimal nimmt, die sind ja so ein bisschen exzentrisch. Logischerweise kommt diese hier, also so nach unten und quasi diese hier, die in dieser Position sitzt, ja, die ist ja so bis nach oben versetzt, nach oben, ja. Also ist ganz logisch, kann man eigentlich nicht falsch machen, weil sonst wird man das gar nicht nachher zusammenmontiert bekommen. Und dann nehme ich die Schaltwalze, setze die hier so rein. So, passt. Ja, und dann kommt die linke Schaltgabel hier in die mittlere Nut rein. Und dann können wir auch schon diese hier mit dem Stift hier positionieren. Und zwar so, dann kann die schon mal nicht mehr weg. Die obere Schaltgabel kommt in die obere Nut rein und die untere in die unteren Nut rein. So, die Welle hat nur auf der einen Seite eine Feder, unten nicht. Die stecken wir jetzt hier rein. So, und jetzt ist das Getriebe auch schon wieder an Ort und Stelle. Ist super einfach, weil ich halt immer wieder mitkriege, dass halt die Leute Angst haben, das Getriebe da rauszuholen, weil sie denken, sie kriegen das danach nicht mehr rein. Ja, aber das ist keine große Sache. Ja, nächster Schritt ist das Einsetzen der Kurbelwelle. Das geht hier relativ leicht, weil das ist hier eine Übergangspassung von dem Lager zu dem Sitz hier auf der Kurbelwelle. Da habe ich jetzt ein bisschen Öl dran gemacht, dann flutscht das ein bisschen besser. Und dann müsste man die eigentlich so hier einsetzen können. Zack. Saugend geht das da rein, perfekt. Ja, und jetzt Dichtung drauf und dann können wir schon die zwei Hälften zusammen machen. Ja, hier braucht man auch definitiv nicht mit Dichtmasse arbeiten. Guckt immer, dass diese Zentrierbuchsen auf dieser Seite sind, wo ihr auch die Dichtung drauf legt. Dann ist sie halt schon ein bisschen ja, hier drauf zentriert. Dann haben wir hier die andere Gehäusehälfte. Da mache ich auch überall noch ein bisschen Öl an die Lager dran. Jetzt müsst ihr euch halt sicher sein, dass ihr auch wirklich alles hier drin habt, was ihr braucht, ne? Weil sonst ist es zu spät. Und dann können wir die hier draufsetzen. Das müsste auch relativ leicht gehen, ohne jede Gewalt. Das ist halt schön mit den zweigeteilten Lagern hier. Jo, das war's schon. Ja, das ist jetzt schon mal geschafft. Ich mache jetzt die Schrauben hier rein, dann montiere ich den Motor wieder in meinen Ständer rein. Die ganzen 6er Schrauben hier, die werden mit 10 Newton angezogen. Da mache ich dann die Gewinde auch immer ein bisschen fett. Das ist das gleiche Spiel, das habe ich ja schon mal bei dem Fahrwerksvideo von meiner 250er erklärt, warum ich das mache. Ja, dann haben wir das schon geschafft. Das ist wirklich bei der KTM ein bisschen schöner zu machen, wie zum Beispiel bei der Honda, weil da hat man einen festen Lagersitz bei beiden Kurbelwellenlagern. Da muss man entweder die Lager heiß machen, das zusammenziehen. Das ist halt hier wirklich schon echt ja, schönes Arbeiten, weil das Easygoing ist, die zwei Hälften da zusammen zu machen. Hier bei den Gehäuseschrauben werde ich immer wieder gefragt, ja, woher ich denn weiß, welche Schraube wohin kommt, weil ich werfe die immer alle einfach in so ein Döschen. Das ist relativ einfach, weil wenn ihr die so reinsteckt, müssen die nachher alle ungefähr gleich da rausgucken. Sprich, wenn ihr jetzt eine Schraube habt, wie diese hier, ja, die jetzt zum Beispiel so weit rausguckt, also viel weiter als die andere, dann wisst ihr schon mal, ja, dass die da auf keinen Fall hingehört.
Ja, weiter geht's jetzt hier mit der Montage der Primärseite. Das geht im Endeffekt genauso, wie wir es montiert haben, eben nur rückwärts. Sprich hier die Schaltwelle wieder rein, den Stern und so weiter und so fort. Ja, dann setze ich jetzt zuerst hier diesen Finger ein. Da kommt auch Loctite dran. Wird dann mit 6 Newtonmeter angezogen. Wo Loctite dran gehört und welche Schraube mit welchem Drehmoment angezogen wird, das findet ihr im Handbuch. Ist ganz easy. Da müsst ihr auch immer gucken, dass es nicht verkantet ist, dass es hier schön leicht geht. Und dann, ja, kommt der Schaltstern da drauf. Kommt auch Loctite dran. Da könnt ihr hier, kleiner Trick, unten in diese Vertiefung mit dem Schraubenzieher reingehen und den so zurückspannen. Ja, und dann könnt ihr relativ einfach den Schaltstern hier positionieren. So. Und ja, dann ist das hier schon geschafft. Wenn ihr euch jetzt nicht 1000%ig sicher seid, ob ihr das mit dem Getriebe alles richtig gemacht habt, dann gebe ich euch einen heißen Tipp. Bevor ihr das jetzt weiter zusammenbaut, nehmt euch mal einen Schalthebel, steckt euch den mal hier außen drauf und schaltet mal alle Gänge durch. Ja? Da werdet ihr die Wellen ein bisschen bei drehen müssen, noch ein bisschen gegeneinander verdrehen müssen, dass da alle Gänge reinspringen. Aber ich sag mal, das würde ich auf jeden Fall halt mal gucken, weil jetzt ist es noch relativ einfach, den Motor gerade nochmal zu spalten und sich das anzugucken. Wenn einem das nachher auffällt, wenn der Motor fertig im Motorrad eingebaut ist und das irgendwas nicht stimmt, ist das halt blöd. Dann geht es jetzt hier weiter mit dem Kickstarter-Mechanismus. Da setze ich erstmal dieses Zwischenrad hier wieder ein. Ich weiß jetzt auch, warum die das hier geändert haben. Und zwar ist wohl schon mal passiert, ja, dass bei dieser ersten Generation von dem Motor das hier weggebrochen ist, weil die Wandstärke so dünn ist. Deswegen ist es bei den späteren Modellen hier dieses Zahnrad nicht mehr gesichert. Ja, dafür ist dann hier auf dem Kickstarter-Zahnrad noch so ein dünnes Blech davor, ja, das einfach da verhindert, dass das Zahnrad hier so runterlaufen kann. Ja, und dann ist das hier einfach am Gehäuse ein bisschen stabiler. Ja, beim Einbauen von der Kickstarterwelle muss man eigentlich nur eine Sache beachten, und zwar das hier fällt beim Auseinanderbauen ja ganz gerne mal da runter, und man muss aufpassen, dass das wieder in der richtigen Position da drauf sitzt, weil die Kickstarterfeder ist sonst nachher nicht mehr richtig vorgespannt, entweder zu fest oder zu locker. Da ist hier auf diesem Teil, da oben sieht man es glaube ich, da oben, da ein kleiner Punkt, ja. Und hier auf diese, ich sag mal, ja, das ist ja keine wirkliche Verzahnung, aber auf hier diese eine Erhöhung ist obendrauf, ja, wie so eine kleine Kerbe bzw. so eine Nut durchgezogen. Ja, und an der Stelle, wo der Punkt ist, das muss auf mit dieser Kerbe übereinstimmen. Ja, und dann können wir die hier einfach einsetzen. Das ist jetzt relativ easy. So. Und dann hängen wir die Feder hier oben ein. Ja, dann war es das auch. Ja, jetzt können wir auch schon den Kupplungskorb hier draufsetzen. Da kommt hier dann noch so eine Scheibe dazwischen. Dann kommt die Narbe hier drauf. Dann nehme ich immer ein neues Sicherungsblech. Das nehme ich eigentlich nie zweimal. Das kostet nur ja, wenige Euro. Und ist schon tatsächlich auch bei der 85er vorgekommen. Ich selbst habe es noch nie erlebt, dass sich diese Mutter hier gelöst hat. Ja, deswegen muss man hier wirklich gucken, dass das ordentlich gesichert ist. Da kommt jetzt auch gleich Loctite dran und wird dann mit 60 Newton angezogen.
So, Sicherungsblech umbiegen nicht vergessen. Das mache ich immer ganz gern hier mit einer Zange. Das geht einfach meiner Meinung nach am schönsten. So. Dann ist das hier auch gesichert. Kann man den Ausrücker hier schon mal wieder drauf machen. Und dann setzen wir jetzt gleich erstmal das Primärritzel hier ein. Kupplung drauf, Deckel drauf. Geht jetzt eigentlich relativ zügig. Wenn ihr sowas jetzt hier einsetzt, das läuft jetzt in diesen Simmerring da rein, dann kann man ruhig mal ein bisschen Öl dran machen. Dann gleitet das da einfach ein bisschen besser rein. So. Die Mutter hier, die bekommt auch 60 Newton. Ist, wie gesagt, habe ich ja beim Zerlegen schon erwähnt, ein Linksgewinde. Und da kommt dann wieder unser kleiner Hilfe hier in Einsatz zum Blockieren von der Kurbelwelle. Wenn ihr sowas nicht habt, könnt ihr da auch ein kleines Aluklötzchen oder sowas reintun. Was ich auf keinen Fall machen würde, ist halt Schraubenzieher oder sowas. Weil da ist die Gefahr einfach zu groß, dass ihr da halt irgendwas beschädigt. Und vor allem nicht mit einem Schlagschrauber oder irgend sowas anziehen. Das habe ich schon mal gesagt, ein Schlagschrauber hat am Motor einfach nichts zu suchen. Ja, zum Einsetzen der Kupplung gibt es nicht viel zu sagen. Da stecke ich immer erstmal alle hier diese Pins wieder an Ort und Stelle. Und ja, setzt die Kupplung dann hier Scheibe für Scheibe wieder ein. Solltet ihr eine neue Kupplung verbauen, ja, legt die unbedingt vorher in Öl ein. Ja. Das ist wichtig, dass sie nicht direkt trocken läuft, dass sie sich vorher schon schön vollsaugen kann. Ja, jetzt noch mal kurz zu diesem Einstellen der Kupplung. Ja, da haben wir ja hier diese Tellerfeder, die hier so aufliegt. Und die wird im Endeffekt ja durch diesen Kranz hier vorgespannt. Ja, so. Und durch diese Absätze hier auf der Unterseite, jetzt so sieht man es ganz schön, ja. Je nach, die liegen ja hier, diese Absätze stützen sich ja hier innen auf der Kupplungsnarbe ab, ja. So, und logischerweise, wenn ich diesen Ring hier verdrehe und quasi zum Beispiel in so eine tiefe Position gehe, dann kommen wir ja mit diesem Kranz tiefer nach unten und spannen dementsprechend diese Scheibe auch mehr vor, ja. Das kann man zum Beispiel einmal machen, wenn jetzt die Kupplung mit der Zeit halt verschleißt, wird das Paket ja dünner, kann man der Kupplung wieder ein bisschen mehr Vorspannung geben. Genauso ist das aber auch von Fahrer zu Fahrer ein bisschen unterschiedlich. Manche wollen lieber so ein bisschen, ja, dass die Kupplung ein bisschen sanfter halt rein quasi eingreift, ja, oder das merkt man natürlich auch oben am Hebel, wenn die Feder mehr oder weniger vorgespannt ist. Ja, da kann man, ich sag mal, grundsätzlich ein bisschen mit, ja, variieren. Ich stecke jetzt hier zwischenzeitlich schon mal das Ritzel wieder drauf. Da darf man halt hier unten den O-Ring auf keinen Fall vergessen. Und ja, die Hülse hier, die habe ich natürlich vorher mal schön sauber gemacht. Und öl die auch ein bisschen ein, ja, bevor ich die jetzt hier einsetze. Der Sicherungsring, der sitzt jetzt noch nicht ganz, weil der O-Ring da noch ein bisschen Vorspannung drauf gibt. Jetzt kann man mal ganz vorsichtig mit dem Hammer und mit dem Schraubenzieher da vorsichtig mal draufhauen. Und jetzt sieht man schon, dass der sich jetzt gesetzt hat. Ja, und jetzt sitzt der Sicherungsring auch korrekt.
Ja, jetzt kommen wir zu der Montage von dem Seitendeckel hier. Da habe ich hier noch einen neuen Simmering von der Kickstarterwelle reingemacht und den Simmering von der Wasserpumpe getauscht. Dafür muss man halt die Schraube hier öffnen, kann man die Welle rausnehmen. Ja, und den Simmering halt tauschen. Dabei immer noch mal hier diesen Impeller angucken, dass er halt keine Beschädigungen hat, weil das natürlich auch ein wichtiges Teil ist. Ja, und dann setzen wir den jetzt hier drauf. Da möchte ich aber jetzt gerade noch mal ein, zwei Worte hier zu der Auslasssteuerung sagen. Beziehungsweise, ja, kurz was erklären. Und zwar haben wir hier das Zahnrad, was die Wasserpumpe antreibt. Und hier ist mit integriert so ein Fliehkraftfeststeller mit diesen Kugeln hier. Und im Endeffekt ist es so, wenn durch die Drehzahl, da drin sind so Anrampungen, wo die Kugeln drin laufen, bei steigender Drehzahl läuft das hier nach außen auf, ja, weil die Kugeln quasi nach außen geschleudert werden. Und dann drückt quasi diese Fläche hier, ja, drückt hier auf diesen Finger hier, ja, so. Und drückt dann quasi diese Stange hier nach oben. Und die öffnet dann die Auslasssteuerung im Zylinder. Das Ganze wird noch durch diese Feder hier mit vorgespannt. Da muss man halt gleich aufpassen, dass sie richtig positioniert ist, ja. Und das Ganze kann man dann auch noch einstellen, ja? Weil hier außen an dem Deckel, da gibt es einen speziellen Schlüssel für mit diesem Vierkant. Durch Rein- oder Rausdrehen von diesem goldenen Teil hier, wird diese Feder hier, ja, mehr oder weniger vorgespannt und die Auslasssteuerung macht halt früher oder später auf. Also sprich bei einer niedrigeren oder bei einer höheren Drehzahl. Ja, jetzt setze ich den Deckel hier drauf. Die Dichtung, die habe ich wie gesagt wieder genommen. Die ist absolut in Ordnung. Muss man halt immer gucken, dass hier diese ganzen Zentrierhülsen da drin sind. Ja, und dann führen wir das hier oben durch. Gucken, dass die Feder hier unten richtig platziert ist und dann können wir den Deckel hier so montieren. Und wenn man jetzt mal hier oben an dem Hebelchen zieht, ja, merkt man jetzt auch, dass das Ganze durch die Feder vorgespannt ist. So kann man das auch nochmal kontrollieren, dass die Feder jetzt wirklich hier unten richtig sitzt. Ja, weil wenn jetzt hier keine Vorspannung drauf wäre, dann wird das hier nicht passen. Ja, jetzt noch mal ein paar Worte zum Zylinder. Da bin ich ja noch nicht weiter drauf eingegangen. Den habe ich, wie gesagt, komplett zerlegt und Ultraschall gereinigt, weil es ist wirklich wichtig, dass hier diese Auslasssteuerung im Zylinder super, super leicht geht. Ja, das ist wirklich das A und O, damit wir nachher einen perfekt laufenden Motor haben. Ja, dann habe ich den Zylinder vermessen. Der hat noch nicht mal, also ich würde mal sagen, ja gut, meine Uhr, ich sag mal, die zeigt Hundertstel Schritte an. Also es ist noch nicht mal ein halbes Hundertstel, wo der Zylinder unrund ist, beziehungsweise bauchig ist. Also absolut perfekt, ja. Kreuzschliff war nicht mehr so schön. Da habe ich hier mit so einer hohen Bürste, ich sage euch das mal kurz, die steht hier so in dem hohen Öl drin, den Zylinder einmal nachgehohnt, um den Kreuzschliff da wieder herzustellen. Das funktioniert sehr gut, da habe ich ganz gute Erfahrungen mit gemacht. Mit dem Teil kann man aber auch sonst nichts anderes machen. Also wenn der Zylinder wirklich ein bisschen unrund, baurig ist und so weiter und so fort, die Geometrie von der Lauffläche kann man damit definitiv nicht wiederherstellen. Ja? Das ist wirklich nur, wenn der Zylinder soweit in Ordnung ist, Kreuzschliff ist nicht mehr so ausgeprägt, kann man das damit mal nachholen und für mehr ist das auch nicht zu gebrauchen. Ja? Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man den richtigen Durchmesser hat und auch ja, die richtige Körnung eben halt für einen gasilbeschichteten Zylinder. Ich hoffe, dass man es so in der Kameraperspektive ganz gut erkennen kann, dass der Kreuzschliff da jetzt wieder sauber, ja, zu sehen ist. Ja, man sieht jetzt hier, wir sind hier ungefähr ein Hundertstel über Grundbohrung. Das heißt, wir haben jetzt eine Zylinderbohrung von 4701. Wir haben D-Kolben, das heißt, wir haben jetzt ein Kolbenspiel von 500stel. Werkseitig haben wir, glaube ich, ein Kolbenspiel von 600stel. Ich gebe hier bei den Zweitaktern immer 500stel. Das funktioniert sehr gut. Ja, und damit
haben wir hier den Zylinder auch abgeschlossen. Ja, und zu guter Letzt montieren wir jetzt noch einen Zylinder. Da will ich euch jetzt noch zeigen, wie man korrekt die Quetschkante rausmisst. Ist ein wichtiger Part. Beim Zweitakter, das ist auch so was, was ich damals bei dem Zweiterkolbenwechsel-Video nicht gezeigt habe, wollte ich eigentlich immer noch mal in einem extra Video zeigen. Ja, jetzt machen wir das aber hier gerade. Da habe ich jetzt hier einen neuen Vertex-Kolben. Die verbaue ich eigentlich immer. Das ist, ich meine sogar, dass Vertex die Originalkolben für KDM herstellt, zumindest beim Zweitakter. Und dann haben wir hier noch so ein neues Nadellager. Das ist aber bei dem Pleuelsatz immer dabei. Ja, jetzt müssen wir ja erstmal kurz klären, was überhaupt die Quetschkante ist. Das ist im Endeffekt einfach hier der Abstand vom Kolben, also hier außen, zu dieser Fläche hier außen des Brennraums, ja. Ich fahre immer so eine Quetschkante von 0,7 mm, das läuft sehr gut, ja. Ich glaube, werkseitig wird 0,8 angegeben, das darf nicht zu klein sein, sonst kann der Motor halt anfangen zu klopfen und der Kolben fängt hier außen an, ich sag mal, wie zu verbrennen, ja. Und jetzt zeige ich euch, wie man das quasi richtig rausmisst, dass wir diesen Abstand da hinbekommen. Das ist auch so der Grund, warum bei so einem Dichtsatz immer verschiedene Fußdichtungen dabei sind, quasi, dass man das halt entsprechend anpassen kann. Wir werden jetzt auch hier so einen VRM-Kopf verbauen mit einer speziellen Kalotte hier innen drin. Die ist ein bisschen anders auch von der Höhe, weil wir hier minimal andere Steuerzeiten fahren. Und der meiner Meinung nach einzig richtige Weg des Ausmessens der Quetschkante ist mit der Messuhr. Ja, man kann das auch irgendwie ja, mit Lötzinn machen, da gibt es ja die wildesten Dinge, aber das ist eigentlich das einzig wirklich präzise. Ich habe jetzt hier eine Messuhr mit so einer Aufnahme für ins Kerzengewinde, das steht jetzt, ist jetzt hier auf Block. Jetzt gehe ich hin und drücke den Kolben quasi press oben bei, ja, so, und null meine Messuhr, ja. So, das ganze Spielchen merke ich mir jetzt. Jetzt montiere ich schon mal Kolben und Zylinderkopf, also Kolben, Zylinder, Zylinderkopf mit einer Fußdichtung, wo ich denke, dass es passt. So, und dann ist ja gleich im eingebauten Zustand, der Kolben steht ja hier ein bisschen raus, ne? So, und dann sehe ich ja, je nachdem, wie viel weniger die Messuhr gedrückt ist, wie viel weniger oder wie groß der Abstand ist, ja. Wir wollen dann ungefähr, wir müssten dann ungefähr hier so bei den, ja, bei den 3/10 da rauskommen, ja. Ja, das sehen wir dann aber. Und das ist dann im Endeffekt, ja, die wirklich einzig präzise Methode, das zu machen, ja. Weil mit Lötzinn, ja, da steckt mir dann oben Lötzinn durchs Kerzengewinde, dreht den Motor, ja, dass das Lötzinn platt gedrückt wird, aber dann kann es halt schon sein, dass der Kolben ein bisschen kippelt. Also ist auf jeden Fall, ja, nicht besonders genau. Jetzt mache ich mir schon mal einen Clip hier in den Kolben rein. Da stecke ich mir den Kolbenbolzen hier schon mal einseitig rein. Clip, Öffnung immer nach unten oder oben, niemals seitlich. Und dann gehe ich jetzt hin, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so eingefangen bekomme, und stecke mir den hier so rein. So, zack. Schraubenzieher, drück den hier in die Nut. So. Jetzt sitzt der noch nicht richtig, aber jetzt schiebe ich von der anderen Seite mit dem Kolbenbolzen zack, rein. Und jetzt sitzt der Splint hier schon mal perfekt drin, ja. Und jetzt können wir den Kolben auf den aufs Pleuel montieren. Ja. Kolben natürlich immer drauf achten, auf die Richtung, ist ein Pfeil drauf, Pfeil immer Richtung Auslass, ist klar. Dann stecken wir den mal hier oben rauf. Okay. Ja, bei der Montage von dem Clip macht euch einen Lappen hier ins Kurbelgehäuse, dass euch der nicht reinfallen kann. Ich gehe immer hin von hier unten, nehme den so zwischen meine beiden Daumen und stecke den dann hier so rein. So. Und jetzt Schraubenzieher. Zack. Und jetzt sitzt der. Immer noch mal kontrollieren. Passt. Ja, keine große Sache. Ich weiß, viele Leute quälen sich damit. Aber eigentlich ist das ja super easy.
ja, jetzt kann ich den Zylinder draufstecken. Das hier beim Zweitakter easy going, weil wir kein Spannband brauchen. Den Kolbenring kann man locker mit den Fingern vorspannen. Ja, die Lauffläche vom Zylinder habe ich mit Zweitaktöl schon mal ein bisschen vorgeschmiert. Einfach, dass beim ersten Starten, ja, das nicht direkt so trocken läuft. Und dann stecken wir den Kart hier drauf. Wie gesagt, das ist eigentlich echt easy. Ja, jetzt ziehe ich die Muttern hier unten noch an. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe keinen passenden Drehmomentschlüssel, wo ich hier unten hinkomme. Ich mache das jetzt mit Gefühl. Besser ist es natürlich mit einem Drehmomentschlüssel, gebe ich ganz ehrlich zu. Wichtig ist hier, das Ganze ja, schön halt über Kreuz anzuziehen und natürlich mit Gefühl. Ja, dann haut das aber auch hin. Ja, jetzt montiere ich den Kopf noch oben drauf und dann bin ich gleich gespannt, ja, was da bei unserer Messung mit der Quetschkante rauskommt. Da muss man hier immer ein bisschen aufpassen, dass die O-Ringe hier richtig sitzen. Gegebenenfalls kann man die ein bisschen mit Fett festkleben, wenn das nicht klappt. Jetzt checken wir das nochmal mit der Quetschkante. Ich drehe jetzt mal die Kurbelwelle hier am Polrad, solange bis der Kolben gegen die Messuhr fährt. So, da bleiben wir jetzt hier zwischen 2 und 3 Zehntel stehen. Also bei 3 Zehntel hätten wir eine Quetschkante von 0,7 mm, weil wir haben ja bei 0 gestartet. Die Uhr läuft dann rückwärts. Ja. Wir haben jetzt 7,5 Zehntel Quetschkante. Das ist absolut in Ordnung, weil ganz genauer werde ich das ehrlich gesagt sowieso nicht hinkriegen, weil ich so von den Abstufungen her nicht so feine Fußdichtung habe. Es sollte halt jetzt nur nicht kleiner sein, dann würde ich eher vielleicht einen Kompromiss gehen. Wenn wir jetzt irgendwie bei 0,6 oder so rausgekommen wären, dann hätte ich wahrscheinlich eine größer genommen. Dann hätte ich eher in Kauf genommen, dass wir eine 0,8er Quetschkante fahren, wie dass es zu eng ist, weil sonst kann es halt einfach passieren, ja, dass der Motor anfängt zu klopfen und das wollen wir auf keinen Fall. Ja, jetzt hängen wir noch die Auslasssteuerung ein. Da muss man immer dran denken, dass man vorher hier die Dichtung drunter macht. Die kriegt man sonst nachher nämlich nicht mehr da drüber. Die kommt hier so dazwischen. So, der kommt dann hier drüber. Und jetzt der Clip hier. Passt da wie gesagt auf, dass er nicht da reinfällt. Ja, dann können wir das Deckelchen hier außen drauf machen und dann haben wir es schon. Ja, es ist geschafft. Der 85er KDM-Motor ist jetzt komplett überholt. Ich habe jetzt zu guter Letzt noch Membranblock und Zündung drauf gebaut. Gibt es im Endeffekt nicht viel zu sagen. Wie gesagt, bei der Zündung, da kann man nichts einstellen. Die wird einfach nur so drauf gesteckt. Das Einzige, was ihr halt braucht, ist diesen Gegenhalter, um das Polrad halt festzuhalten, dass ihr die Mutter da anziehen könnt. Ja? Was ich hier nochmal erwähnen wollte, der 85er Motor hier ab 2018 ist sehr, sehr ähnlich auch zu dem, also rein jetzt mal konstruktiv, zu dem 125er Motor ab 2016 von KDM. Also ich sag mal, wenn da jetzt jemand wirklich was machen will oder schrauben will, der könnte auch für so eine 125er Revision diese Videos hier so ein bisschen als Vorlage nutzen. Ja? Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das kleine Projekt hier jetzt auch, oder dass euch das gefallen hat, ja, dass ihr vielleicht auch ein, zwei Kniffe halt gesehen habt, die euch jetzt auch irgendwie weiterhelfen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video.